Willkommen zurück zu Pray for the Gods. Ja, wir stehen hier immer noch auf diesen Riesenfelsen. In diesem Riesensturm. Und wissen nicht, wo wir hin müssen, weil wir A nichts sehen und B keine Karte haben. Da waren wir noch nicht auch, oder? Die ist auch neu hier. Ja, da liegt sogar was. Da liegt sogar was. Da liegt sogar eine Botschaft. Du, lass los. Da liegt sogar eine Botschaft, da liegt sogar eine Botschaft. Das ist sehr cool. Tag 10. Wir haben eine andere Gruppe Überlebender getroffen. Sie sind von einem anderen Clan, den wir zuvor nicht kannten. Ihre Schamanen tragen Roben und sprechen einer fremden Zunge während ihrer Rituale. Ich konnte einiges verstehen von dem, was sie auf die Wände malten. Oder was ich glaube, dass sie gemalt haben. Heute haben sie uns Geschenke aus Gold gemacht und uns durch ihre Rituale geführt. Morgen werden sie uns verlassen und zum Tempel gehen. Ich bin unsicher, wie sie dort hinaufkommen wollen, aber sie haben ein paar von uns ausgewählt, um mit ihnen zu gehen. Ich habe mich entschieden, mit einer kleinen Gruppe zurückzubleiben und die Insel zu erforschen. Okay. Hä? Was haben wir jetzt gekriegt, weil er die Karte angezeigt hat, nachdem wir das gelesen haben? Der Sturm hört gar nicht mehr auf. Da sind noch Totems. Tote Totems. Zwei Stück, die wir noch nicht entzündet haben. Der andere war irgendwo da hinten, gell? Ich glaube, wir brauchen jetzt gar kein Feuer machen mit dem Wind. Das sollte vielleicht endlich mal aufhören, der Sturm. Das macht aber nicht so den Eindruck. Doch, jetzt. Das ist gut, dann lass uns gleich mal Feuer machen. Cool, wir haben es geschafft. Es passiert zwar immer noch nichts, wenn wir das machen, aber vielleicht hat es ja irgendwann mal eine Auswirkung, keine Ahnung. Dam-di-dam-di-dam. Ich will jetzt nochmal schnell hochgucken. Genau, den Totem haben wir hier angezündet und da ist sonst keiner mehr gewesen. Okay, dann haben wir hier eigentlich soweit alles, was man so ausdrücken kann. So, wo war jetzt hier diese, wo wir gedacht haben, die Höhle? Hier, eigentlich direkt vor uns, ne? Wo wir dachten, es ist eine Höhle. Das ist immer so ungenau. Also
Rein theoretisch wäre es hier. Hier ist die Höhle. Ich kann sie genau sehen. Sie ist unter Schnee bedeckt. Sie ist unter Schnee bedeckt. Hier ist die Höhle. Hier, genau hier. Verdammt, da ist nichts. Da oben ist auch nichts, ne? Hier, da ist auch keine Höhle. Ne, da ist keine Höhle. Ja, keine Ahnung, was das sein sollte. Dann ist es wohl nur so ein Steintor gewesen. Verdammt. Ah, Mist. Und ich habe mich schon gefreut, dass wir hier eine Höhle haben. Aber dessen ist wohl nicht so. Na gut, dann haben wir zumindest die zwei Dinge hier, oder die drei, angezündet. Das ist ein bisschen komisch hier, oder? Mit diesen großen Stählen. Ach, ich sag ja, das ist alles nicht so einfach hier. Nicht, dass da noch irgendwas ist. Dann schweben wir auf jeden Fall mal hier. Da drüben ist eine Höhle, guck. Da drüben ist eine. Dann schweben wir da mal rüber. Wir müssen jetzt so in die Richtung. Schaffen wir das? Oder fallen wir ins Wasser? Wir fallen sowas von ins Wasser. Aber sowas auch. Fisch! 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 Ich habe keine Ahnung, wie man den Fisch fängt. Fisch, wo bist du hin? Da, Fisch. Jetzt kommt natürlich wieder ein Sturm. Jetzt wollen wir einen Fisch hinterher. Kein Platz! Willst du mich verarschen? Oh nein, 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 nein! Und ich kann nicht das Inventar aufmachen, wenn ich im Wasser bin. Oh Gott, wir werden jämmerlich erfrieren. Wir sind im Wasser. Und es kommt ein Fisch. Und ein Sturm. Und wir... Geh raus da. Versteck dich hier da. So ein Mist, wenn wir so ein blödes Brot dabei haben. Konsumiert sich die Ausdauer schneller. Das ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Ja, uns ist arschkalt. Wo war diese Höhle? Wenn wir jetzt hier Feuer machen, bringt uns das gar nichts. Es geht sofort wieder aus. Sag ich doch. Das hält nicht sehr lange. Oh, diese Stürme machen mich wahnsinnig. Da blinkt was im Wasser. Guck mal da hinten. Ist das ein Fisch? Oder ist es was anderes?
Wenn der Sturm endlich weggehen würde, dann könnte man vielleicht auch auf die andere Seite schauen, um zu gucken, ob diese Stele irgendwas zu bedeuten haben. Da drüben irgendwas ist, aber wir sehen sie nicht durch den Sturm. Das ist mega kacke. Verdammte Hölle. Ja, ich weiß, Lee. Da ist ein Fisch. Da ist ein Fisch. Entschuldigung. Wir haben einen Fisch. Dafür erfrieren wir. Ach komm, Sturm, hör auf! Die waren noch am Anfang nicht so lange. Die haben noch am Anfang nicht so lange gedauert, die Stürme. Wir können jetzt hier nur ausharren. Das geht nicht anders. Wenn wir jetzt rausgehen, sind wir tot. Frieren wir einfach. Eine Mütze bräuchten wir noch. Ansonsten sind wir doch schon ganz gut angezogen, oder? So, zum Anfang, was wir da anhatten. Ja, der hört gar nicht mehr auf, der Sturm. Komm. Okay, komm, vergiss es. Der hört nicht auf. Wir versuchen irgendwie in diese Höhle da raufzukommen. Da war noch eine Höhle. Jetzt können wir da nicht mehr hochklettern. Versuchen da in diese Höhle zu kommen. Ich weiß nicht mehr genau, wo die war. Aber... Da ist er. Anders sehe ich jetzt keine Möglichkeit, das hier auszusetzen, den Sturm. Nimm das mit. Und dann schau, dass du da reinkommst. So. Was haben wir denn da jetzt? So, wenn uns das jetzt nicht warm hält. Das lasse ich mal, das brauchen wir vielleicht noch, oder? Ein Fisch, ich habe zwei Fische. Ich habe zwei? Ich kann die braten, die Pilze? Ich kann Pilze braten. Nee, die will ich für einen Totem hernehmen. Und das lasse ich, vielleicht bauen wir das auch nochmal. So, jetzt ist uns warm.
So, wir müssen mit Sicherheit das Ding da drüben anzünden. Und jetzt? Da drüben sind noch welche. Aber... Ach du Schande. Okay. Ach du Schande, da drüben unten sind noch zwei Stück. Okay, sie kann zumindest mit der Fackel klettern auch, das ist schon mal gut. Haben wir hier drüben Feuer? Es geht das Gitter auf. Das heißt, hier unten müssen wir nicht anzünden? Geht das? Okay, ich kann es zwar anzünden, aber dann geht meine Fackel aus. Nein! Ich hab's gewusst. Ach du Schande, das sind noch ganz viele. Oh nein, oh nein. Oh Gott, wie sollen wir das denn schaffen? Okay, wir kommen jetzt hier zwar rein. Aber die da unten brauche ich jetzt gar nicht anzünden, oder? Drei Stück. Okay, die muss ich aber anzünden, wenn das Wasser nicht da ist. Anders geht das nicht. Das heißt, der Fackel, dann darüber laufen und dann auch hochklettern irgendwie. Dann geht mir die Fackel aus. Kann ich nicht hochschießen? Okay, hochklettern kann ich auch nicht. Okay, also das schließt sich dann schon mal aus, dass ich das so mache. Wie soll ich denn dann da das Feuer hochkriegen? Geht auch nicht. Das ist zu weit, das geht auch nicht. Das kannst du auch knicken, das geht nicht. Okay, vielleicht müssen wir erst wirklich die zwei da unten anzünden. Ne? Aber ich weiß es nicht.
Irgendwas ist jetzt noch aufgegangen. Ich habe irgendwas aufgehen hören. Aber was ist aufgegangen? Irgendein Klickergeräusch war doch gerade. Aber ich weiß nicht wo. So, nun? Was jetzt? Ah, die sind natürlich schon aus, gell? Ja. Ja, die müssen brennen, garantiert. Aber das ist doch nicht aufgegangen hier drüben. Ich hab's nicht genau gesehen. Ach, ist das kacke, Leute. Oh, nicht dein Ernst, oder? Okay, jetzt können wir es so knicken. Das reicht uns die Zeit nicht, egal was aufgeht. Ich höre irgendwas, was aufgeht. Dachte ich vielleicht, dass es das hier ist. Das da drüben ist aufgegangen. Tja, aber es bringt das nichts. Ich komme hier nicht rauf. Jetzt könnte man vielleicht oben ein Feuer entzünden und dann die Fackeln und so, aber... Aber ich komme da oben ja nicht rauf. Also ich habe keine Ahnung. Dieses Rätsel ist mir noch ein Rätsel. Das Tor. Oh nein, nicht reinfahren. Ach, verflucht. Das Tor da drüben ist noch zu. Das Tor da drüben ist noch zu. Und das müssten wir aufkriegen. Also nicht das, ich glaube, das geht auf mit dem, mit der Ding hier, mit diesem Button hier, mit diesem Schalter. Wo sind wir eigentlich drin? Ah, wir sind beim X. Aber wir müssen die drei da drüben zum Leuchten anzünden können. Nur dann geht das große Tor auf der anderen Seite auf. Und genau da ist das Problem. Ich habe keine Ahnung wie. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab keine Ahnung. Was übersehen wir? Irgendeine Seite in dem, aber selbst dann wird uns die Zeit nie reichen. Da
Da drin ist unser Item, das wir haben wollen. Aber selbst dann wird uns das nie reichen. Die zwei anzünden. Ich hätte gedacht, dass wir hier mit einem Pfeil schießen können, ne? Das glaube ich nicht. Vielleicht doch. Vergiss es. Komm, wir lassen es mal gut sein. Dann mache ich mal ein anderes Mal nochmal Gedanken. Ich habe jetzt keine Ahnung. Zumindest brennen die schon mal. Wir haben uns nochmal kurz auf. Dann geht es nochmal raus in die Kälte. Aber was wir machen können ist, wir haben auch noch immer kein Ding, ne? Verflucht. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ja, das war jetzt dämlich. Das ist ein toter Fisch. Und klar kommt jetzt wieder dieser Kacksturm, ne? Kaum sind wir draußen, kommt der Sturm. Ach, so ein Kacke, da trägt uns der Sturm ab. Ja, das mit dem Sturm ist echt krass jetzt mittlerweile. Ich weiß gar nicht wohin. Oder war das da drüben? Das war auf der Seite, gell? Ah, scheiße, das war gar nicht hier auf dem Berg. Das war auf dem Berg da drüben. Da trägt es einen so ab mit dem Sturm. Ja, dann kletter doch hoch. Kletter doch hoch, Frau.
Ey, verfluchte Hölle! So. Schön, daneben ist auch daneben. Ja, toll, es hat auch noch den... Ja, vielleicht reicht es auch. Vielleicht mal schauen, ob es geht. So, super. Wenn wir eigentlich echt hier voll gerade erfrieren und hier überhaupt nicht weiterkommen, weil es hier so arschkalt ist. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung wir gehen sollen, Leute. Hier rüber oder da hoch? Hier waren wir ja auch noch nicht überall, ne? So, wir laufen jetzt einfach mal die Birke hoch. Komm. Oh, ich habe mich gerade im Kabel verheddert. So, jetzt. Da geht auch ein Weg hoch hier, ne? Nach links. Was für ein Gezeter hier. Wir brauchen diese blöde Rune für die Höhle. Damit wir uns hier überhaupt auskennen. Hier ist nirgendwo eine Höhle. Da ist ein Hirsch. Da ist ein Hirsch. Der gehört uns. Hier waren wir auch noch nicht, ne? Ah, ah, schau an. Oh Gott, noch eine Schatztruhe, Karte. Im Nirgendwo. Ach je. So. Da hinten haben wir auch keine Ahnung, ne? Wir haben hier nirgendwo eine Ahnung. Wir brauchen diese blöde Rune für diese Karte. Sie muss es doch irgendwo am Anfang von dem Ganzen hier geben. Sie muss es doch hier irgendwo eine doofe Höhle geben, in der wir rein können und die Rune finden. Genau, und da waren wir schon. Und all das hier hinten ist unbekanntes Niemandsland.
Das ist ziemlich doof. Will ich mal sagen hier, ne? Wie? Wir haben keinen Platz? Wieso haben wir keinen Platz? Ich muss auf jeden Fall Holz mitnehmen. Es geht gar nicht ohne Holz. Da ist noch ein Holz. Das ist gut, das nehmen wir mit. Okay. Wir haben einen Totem. Wir wüssten, wo wir noch einen herbekommen. Noch einen Totem. Aber der ist ganz weit weg und dazu bräuchten wir viele Hirsche. Nämlich, die bräuchten wir dazu. Ah nein, jetzt habe ich auch noch geschossen. Ich wollte nicht schießen. Na, wir sind ja die beste Schütze hier. Der Pfeil ist weg, ne? Den haben wir mit einem Schuss gekriegt. Das war jetzt so klar. Ja, das ist Wildschwein, ne? Genau. Das bringt uns aber nichts. Sein Scheiß. Ich weiß nicht, was ich wegnehmen soll. So, wenn wir den zweiten Hirsch killen, bringt uns das nichts, weil wir keinen Platz haben. Von denen kann ich nur eins nehmen immer, ne? Ich weiß zwar umsonst, aber egal, wo ist der Hirsch? Der zweite. Da hinten ist er. Gut. Dann haben wir schon fast so viele Hirsche, dass wir diesen einen Totem kriegen könnten. Oh, ein Vogel. Pfeile, ganz viele Pfeile. Und natürlich stürmt es wieder. Was sonst? Wir brauchen eine Höhle, Leute. Eine Höhle mit einer Rune für die Karte. Alles andere ist totaler Mist.
Weil wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Hier. Eine Höhle. Ach du Schande. Hier beides, eine Rune und eine ein Totem. Eieieiei. Was ist da denn noch alles für ein Schabernack? Okay, Leute. Das ist ja noch richtig umfangreich. Oh, hier ist wenigstens nicht so laut. Das ist ja noch richtig umfangreich, das Ganze. Wenn ich mir die Karte anschaue. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's weiter. Dann fliegen wir hier mal rauf. Keine Ahnung, was uns das beschert, wo wir da hinkommen. Da drüben ist noch eins. Da. Okay. Na gut, lassen wir uns überraschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Vielen Dank fürs... Okay, die gehen nur eine gewisse Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.